Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Heute wieder in der Team Rainbow Rocket Episode und ich bin gerade ein bisschen, aus Versehen darauf gekommen. Auf jeden Fall, heute werden wir, ja, wie man sehr schön sehen kann, gegen Jesus kämpfen. Und im letzten Part haben wir Floridis besiegt und haben somit den ganzen Eingangsbereich jetzt befreit, sage ich mal. Ich eile also her, um der Ursache dieses Lärms auf den Grund zu gehen. Und was müssen meine Augen erblicken? Die Tür zum Innersten bereit ist sperrangelweit geöffnet. Die Bosse aus den anderen Welten sind mir eine weit geringere Hilfe als erhofft. Wer sind sie, wenn ich fragen darf? Und wie geht es meiner Mutter? Mutter, ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es sich bei dir um das werte Fräulein Tochter der Präsidentin handelt. Um das werte Fräulein Tochter der Präsidentin handelt. Ja, ich kann echt nicht lesen, Leute. Mein Name lautet Jesus und ich stehe Team Plasma vor. Ich wurde aus einer anderen Welt in diese hiesige gerufen. Genau wie die Bosse, die ihr auf eurem Weg hierher besiegt habt. Sei indes unbesorgt, mein Kind. Deine Frau Mutter schläft weiter hinten ganz wohlig und behaglich. Mutter. Nichts da. Gehen Sie mir aus dem Weg. Hier und jetzt findet eure Reise ein jähes Ende. Ich lasse euch keinen Schritt weiter. Ich habe mir lange das Hirn darüber zermartert, welcher Schicksalsfügung mein unfreiwilliger Aufenthalt in dieser Welt wohl geschuldet sei. Und siehe da, endlich weiß ich, welche Bestimmung Fortuna mir zugedacht hat. Ich wurde dazu auserkoren, von einer Welt in die nächste zu reisen und die Pokémon vom Joch ihrer schmalvollen Knechtschaft zu befreien, in welche die Menschen sie getrieben haben. So würde sich die Macht über alle Welten in meiner Person vereinen. Doch um meine ehrgeizigen Plan Wirklichkeit zu lassen, werden zu lassen, benötige ich eine willfährige Marionette. Und ich glaube, diese im Boss von Team Rocket gefunden zu haben, einem Mann von purer Boshaftigkeit. Gelingt es mir, ihn zum König zu machen, gleich einer Schachfigur in meinem perfiden Spiel, so würde ich über allen thronen, was kreucht und fleucht. Ich würde Herrschaft über das Leben selbst werden. Denn Menschen mit ihren ach so leicht durchschaubaren Absichten und Zielen sind um ein Vielfaches leichter zu manipulieren als ein Wesen, dem jedwede Form menschlicher Emotionen fremd ist. Ihr werdet gewiss Verständnis dafür haben, dass ich nichts dulden kann, was meinen Plan durchkreuzen könnte, diesen Mann zum König zu machen. Okay, der Kampf beginnt, Leute. Wollt ihr euch mir dennoch... Okay, Sekunde, Leute, das ist gerade ein bisschen hier. Ja, so, okay, weiter geht's. Sorry, Leute. Wollt ihr euch mir dennoch in den Weg stellen? Nun gut, ich habe euch gewarnt. Wer es wagt, sich mir in den Weg zu stellen, wird vernichtet und in alle Winde verstreut. Okay, damit geht der Kampf gegen Jesus, Leute, los. Und er hat 5 Pokémon. Oh, gut. Ich denke mal, der wird schon ein bisschen schwerer sein. Echnatol. Level. Sind die Level eigentlich auch immer höher oder bleiben die gleich die Level? Okay, Level 66 ist schon einiges höher gegangen. Okay, ich glaube, hier wäre Akrobatik ganz gut. Das kann locker Irrlicht und so eine Scheiße, ne? Echnatol ist sehr tricky auf jeden Fall. Okay, Mumie. Alles klar, da habe ich eine neue Fähigkeit. Geil. Kraftteiler, okay. Alles klar. Akrobatik, go. Ja, macht halt nicht so viel Schaden, ne? Irrlicht. Ja, das war zu erwarten, Leute. Ich würde sagen, wir wechseln. Na, wobei, ich kann drin bleiben eigentlich und mich jetzt zu Tode kämpfen, so gesehen. Ja gut, wir machen kaum Schaden, Leute, ne? Spukball. Okay. Der Burn ist halt nicht so toll, muss ich ehrlich zugeben. Wir könnten eigentlich aufheilen, oder? Wir könnten aufheilen. Ich gehe mal hier auf den Feuerheiler. Ich sehe es nicht ein, jetzt mich so fertig machen zu lassen, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Top-Genesung, alles klar. Dann kann ich jetzt aber auch wieder ganz easy rausgehen, Guys. Und zwar in ein Pokémon, das vielleicht sogar mal gut gegen Echnatol wäre. Sowas wie Jabura, glaube ich. Jabura wäre eine gute Option. Mit Nachttief sollte das ordentlich viel Schaden machen.
Ich muss ehrlich zugeben, die Musik von Jesus ist ein bisschen nervig. Und warum immer ihr Licht? Ist doch gut, langsam reicht doch, oder? Okay, wir müssen jetzt irgendwie... Ja, komm, Nachttieb, go. Macht zwar jetzt doch kaum Schaden, denke ich, aber... Wir müssen da durch. Ja. Ah, das ist ja scheiße. Das ist jetzt auch ein bisschen scheiße, dass dadurch jetzt auch mein Trugbild verschwunden ist. Aber egal, ist nicht so schlimm. Ja, habe ich eine... Ja, komm, wieder Feuerheiler benutzen erstmal. Er ruft zurück, okay. Cesurio. Warum bist du so nervig heute? Also, die anderen haben nicht gewechselt oder so, aber du willst ein bisschen extra sein, alles klar. Dann, wenn du extra sein willst, bekommst du auch extra. Komm rein, Rebecca. Du hast einen Job zu erledigen. Kreuzschere, das sollten wir tanken. Yes, sehr gut. Dann gehe ich mal hier auf den Turmkick. Und nicht, ja, nicht fehlen. Genau, danke schön. Triff schön in die Mitte und dann bam, ist Cesurio down. Please, Echnatol wieder. Nee, Bisofang. Okay, Bisofang. Da lag ich schon richtig im letzten Video, wo ich dachte, dass wir gegen Dingen kämpfen würden. Jesus kämpfen würden, wo dann aber auf jeden Fall dann Folides kam. Okay, Bisofang, da gehe ich auf Turmkick wieder. Sollte ausreichen, oder? Nice, Leute. Also so lobe ich mir das, Leute. So lobe ich mir das. Okay, jetzt kommt hier Trikefalo. Ja, so ein Feen-Move wäre jetzt schon geil, oder? Aber haben wir ja nicht. Ich gehe mal auf Magellan. Können wir mit Drachenpuls vielleicht ein bisschen Schaden reindrücken. Ich überlege gerade vielleicht sogar auf Ränkeschmied zu drücken. Aber könnten wir einen Draco Meteor oder was immer das auch kann tanken? Das ist so die Frage, ne? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Er hat 6 Pokémon, sehe ich gerade auch. Hat er 6 Pokémon? Okay, Drachenpuls sollten wir tanken, oder? Tanken wir, glaube ich. Boah, scheiße, doch nicht, okay. Okay, doch nicht. Das tanken wir doch nicht. Ja, er hat 5 Pokémon. Okay, um Gottes Willen, er hat 5 Pokémon. Dann sage ich, gehen wir auf Karu. Alstrahl wäre immerhin eine andere Möglichkeit, das Ding runterzukriegen. Ich muss mal richtig hinsetzen hier. So, gut. Alstrahl, go. Na, das ist nicht so defensiv zum Glück. Okay, Drachenpuls tanken wir auf jeden Fall einen. Und danach sollten wir in der nächsten Runde das Trikefalo rausnehmen können. Ich frage mich aber, ob das jetzt auch eine Mega-Entwicklung kann. Also ob Jesus eine Mega-Entwicklung ausführen kann oder ausführen wird. Ich hoffe nicht, aber mal gucken. So. Sorry, Leute. Level up für jeden hier gerade. Echt na toll. Okay. Da kann ich sogar auf Jabura gehen. Und dann easy peasy einfach Nachttieb, zack, es ist down. Letztes Pokémon wäre dann ein legendäres Pokémon wieder. Aber was ich mich gerade frage, ob es als ein Kyurem-Ligi sein wird, also Kyurem Black oder Kyurem White oder nur Reshiram Zekrom. Das ist auch so gerade die Frage, die ich mir jetzt stelle. So. Also ich fände Kyurem Black oder Kyurem White viel cooler als normal Reshiram Zekrom. Aber gut. So, damit wäre auch mein Druckbild jetzt leider weg wieder, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe eher vor, rauszuwechseln. Und zwar, ich denke, in beiden Fällen wäre dennoch... Na, wobei, Reshiram... Ja, okay, Reshiram ist Drache Feuer. Drache Feuer... Wir sollten, glaube ich, schneller sein als Reshiram. Ich bin mir nicht sicher, ob Miracle Prisma schneller ist. Wenn ja, dann könnten wir nämlich hier ganz easy auf Erdbeben gehen. Hallo Reshiram, na wie geht's dir? Turbobrand, alles klar. Weil das Ding ist, es ist halt vom Typen Feuer. Wenn er schneller ist, wird's irgendwas machen, was Feuer ist. Und danach bin ich, ja, besiegt. Okay, Erdbeben kommt durch. Das sollte sehr effektiv sein. Und auch, es killt nicht, okay. Blauflammen, ja. RIP, Merry Christmas.
Ich glaube. Ja, Rebecca lebt noch, okay. Rebecca lebt noch, unser Resaliro, und Resaliro ist schneller als Diktri, also auch schneller als Reshiram. Damit können wir das quasi aus dem Kampf nehmen und hätten somit auch gewonnen. Top-Genesung, dein Ernst? Dein fucking Ernst, Top-Genesung? Das ist sehr dreist. Okay, go. Flying Press und. Ja, damn it. Turmkick, go. Das sollte ausreichen, oder? Das sollte ausreichen, Leute. Es reicht aus. Ein Crit. Okay, damit haben wir jetzt gegen Reshiram gewonnen. Und Level Up für Resladiro, Level 69. Das war schon ein bisschen heftig, der Kampf. Also Echnatol war sehr nervig. Echnatol war sehr nervig. Ich hätte cool gefunden, wenn es irgendwie. Wenn er irgendwie Kyurem hätte, wäre noch cooler, aber na gut. Ja. Ich bin perfekt. Ich alleine habe Team Plasma erschaffen und zu dem gemacht, was es ist. Ich bin der perfekte Herrscher. Und trotzdem haben sie verloren. Treten sie jetzt zur Seite. Sei still, du törichtes Gör. Schweig! Uhaha, du Dummkopf. Mich kann man nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar. Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Kann bitte Bromley reinkommen und ihm eine verpassen? Pokebälle fallen lassen? Nie und nimmer. Hast du mir überhaupt zugehört oder bist du einfach so dumm, um meinen Gedankengang zu folgen? Das Schicksal des Mädchens ist besiegelt. Wie ich sehe, bist du deinen Wahnvorstellungen treu geblieben, Jesus. Akumas ist da. Ganz genau. Schön dich wiederzusehen, Lilly. Wir sind uns im Labor ein paar Mal begegnet. Erinnerst du dich? Akromas? Ich freue mich natürlich auch, Diana zu begegnen, Emre. Pia hatte mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr eventuell Hilfe benötigen würdet. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, aber ich habe mich mit Hilfe des von mir entwickelten Akromaten unsichtbar gemacht und heimlich an eure Fersen geheftet. Jesus hat auf euch offenbar rechtlich Probleme bereitet. So. Ah, okay, das sind tatsächlich alles aus anderen Welten. Also das ist nicht der Jesus, den es auch in Black and White und so gab. Das ist sehr cool, okay. Ich verachte dich zutiefst, Jesus. Ist das nicht Grund genug? Ach, der wird jetzt wieder in. Ah, dann war quasi auch Akromas gerade der Mark und Adrian in ihre Welten gefördert hat. Da Akromaten zwar noch in der Testphase, aber ganz offensichtlich treten auch bei wiederholter Anwendungen keine Probleme auf. Tja, wen wundert's? Wurde ja auch von Meistern angefertigt. Vielen Dank für die Hilfe, Akromas. Was genau ist denn mit diesem Jesus gerade passiert? Um es allgemein verständlich auf den Punkt zu bringen, ich habe den Dimensionskanal von Jesus so justiert, dass er wieder in seine ursprüngliche Welt zurückgeschickt wurde. Aha. Okay. Also war es auch gerade wohl Akromas gewesen, der die beiden zurückgeschickt hat. Wenn es uns gelingt, mit ihm fertig zu werden, dann sollte sich alles zum Guten wenden. Ja. Okay, jetzt geht auch Akromas runter gleich mit uns, glaube ich. Und dann werden wir alle gemeinsam gleich gegen Giovanni kämpfen. Und das ist dann der letzte, vorletzte Part. Ich glaube, der nächste wird dann der letzte Part sein, voraussichtlich. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, weil ich kenne es halt noch nicht. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle das Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mich freuen. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.